Mein Name ist Thomas Kesseler-Lauterkorn. Ich bin Diplom-Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Essen im regionalen Klimabüro und dort unter anderem auch für die Wetternachhersage zuständig, wenn man so sagen will. Die Frage, die wir uns heute stellen, ist: Wie oft gab es in Köln seit 1945 nach dem Krieg Weiße Weihnachten? Ist die Antwort A richtig? Gab es 8 Mal seitdem Weiße Weihnachten? Oder die Antwort B 11 Mal?